Guten Morgen. Für euch alle. Nummer 2. Heute ist Dienstag, der 24. März 2020. Das Märchen in unserer Zeit von Öden von Horvath. In unserer Zeit lebte einmal ein kleines Mädchen, das zog aus, um das Märchen zu suchen. Denn es hörte überall, dass das Märchen verloren gegangen sei. Ja, einzelne sagten sogar, das Märchen wäre längst schon tot. Wahrscheinlich liege es irgendwo verscharrt, vielleicht in irgendeinem Massengrab. Aber das kleine Mädchen ließ sich nicht beirren. Sie konnte es nicht glauben, dass es kein Märchen mehr gibt. Sie ging also in den Wald und fragte die Bäume, aber die Bäume murrten nur. Die Elfen der Wiesen sind längst fortgezogen, die Zwerge aus den Höhlen, die Hexe aus der Schlucht. Und sie fragte die Vögel, aber die sagten, die Menschen fliegen viel schneller als wir, höher als wir, kiwit, kiwit, es gibt kein Märchen mehr. Und die Rehe sagten lächerlich und die Hasen lachten und der Hirsch gab überhaupt keine Antwort. Es war ihm einfach zu dumm. Und die Kühe sagten, es wäre ihnen zu blöd. Und sagten, man dürfe sowas vor den Kälbern gar nicht sagen. Sie sollten so dumme, zwecklose Fragen gar nicht hören. Sie sollten darauf vorbereitet werden, dass sie geschlachtet würden, kastriert oder Milchspender würden. Ja, selbst wenn einer als Stier durchkomme, so sei das auch kein Märchen. Man müsse die Kälber aufklären. Auf der Straße stand ein altes Pferd. Das sollte zum Schlachter geführt werden. Es hatte ausgedient. Der Metzger saß im Wirtshaus und trank. Es wird's auch nicht wissen, dachte das Mädchen. Aber ich will es fragen, denn es ist ein altes Pferd und weiß sicher viel. Und sie fragte das Pferd. Das Pferd sah das Mädchen an, verzog etwas seine Nüstern und stampfte dann mit den Hufen. »Du suchst das Märchen?« fragte es. »Ja.« »Dann verstehe ich es nicht«, sagte das Pferd, »warum du es noch suchst. Denn das allein ist doch schon ein Märchen.« Und es blinzelte das Mädchen an. »Mir scheint gar, du bist es selbst.« Das Märchen. Du suchst dich selber. Ja, ja, je näher ich dich betrachte, desto mehr merke ich, dass du bist das Märchen. Komm, erzähl mir was. Das kleine Mädchen geriet in große Verlegenheit, aber dann fing es an zu erzählen. Es erzählte von einem jungen Pferde, das so schön war und alle Preise beim Rennen gewann, und von einem Pferde auf dem Grabe seines Herrn und von wilden Pferden, die frei leben. Und da weinte das alte Pferd und sagte, »Hab Dank. Ja, ja, du bist das Märchen. Ich wusste es ja schon.« Der Metzger kam und es wurde geschlachtet. Am Sonntag gab es bei den Eltern Pferdefleisch, denn sie waren sehr arm. Aber das kleine Mädchen rührte nichts an. Es dachte an das alte Pferd, wie es weinte. »Sie ist kein Pferdefleisch«, sagte die Mutter. »Dann ist gar nichts. Sie ist eine Prinzessin«, sagten die Geschwister. Und das kleine Mädchen aß gar nichts. Aber es blieb nicht hungrig. Es dachte an das alte Pferd und wie es weinte und wurde satt. Ja, es war ein Märchen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen.